Seit meiner Jugendzeit beobachte ich Vögel. So oft es möglich ist, gehe ich raus und erlebe so viele Überraschungen, so viele faszinierende Momente, dass ich auch nach Jahrzehnten, die ich als Berufsornithologe tätig werden konnte, nichts von der Begeisterung eingebüßt habe für unsere Vogelwelt und für das Beobachten von Vögeln ganz allgemein. Als ich anfing, war es noch notwendig, möglichst genaue Aufzeichnungen zu machen, was man gesehen hat, wenn es was Neues, was Spannendes war. Heute haben wir die Möglichkeit, das Unbekannte oder die Besonderheiten zu fotografieren. Dann kann man sich in aller Ruhe die Details ansehen und darüber unterhalten, um welche Art es sich handelt. Denn es können Irrgäste aus fernen Kontinenten irgendwo auftauchen an Stellen, wo man sie nicht erwartet. Deswegen bleibt ja auch jeder Tag eine Herausforderung, weil es immer etwas geben kann, womit man nicht rechnet. Und der große Vorteil, und das zeigen die Bilder in diesem Buch, liegt auch darin, dass das Foto Details festhält, von der Bewegungsweise, vom Gefieder, von irgendwelchen Kleinigkeiten, die für die Bestimmung wichtig sind, die man im Gelände gar nicht sieht. Und der zweite große Vorteil ist, man kann das Geschaute mit vielen, mit so vielen, wie man möchte, teilen. Heute erhielt ich per Mail Bilder von singenden Karmingimpeln. Die sind hier am unteren Inn eine große Rarität. Und es ist genau dieser Effekt. Im Detail kann man sehen, es sind auch junge Männchen dabei mit noch grünlichem Gefieder, die singen. Diese Möglichkeit, die Instagram bietet und die wir mit der Auswahl, mit der globalen Auswahl an Arten und an Beispielen aus der Vogelwelt in diesem Buch zusammengefasst haben, mahnt daran, dass wir verpflichtet sind, mehr zu tun für den Schutz der Vögel. Von den rund 10.000 Vogelarten, die es global gibt, sind fast 2.000 Arten vom Aussterben bedroht. Nicht, weil etwa arme Menschen Raum zum Leben brauchen und die Vögel verdrängen. Nein, das ist es so gut wie nie. Es ist die Umwandlung von naturnahen Lebensräumen in Agrarland, in Plantagen, die die Vielfalt wegnehmen, nur damit billiges Zeug aus Übersee nach Europa importiert werden kann. Deswegen die große Bitte an Sie. Gehen Sie, wenn Sie das noch nicht sind, zu unseren Vogelschutzverbänden. Werden Sie Mitglied und erhöhen Sie damit die Möglichkeiten, politisch Druck auszuüben im Interesse der Erhaltung der Vogelwelt. Und wenn Sie einen eigenen Garten haben, gestalten Sie ihn vogelfreundlich. Das schafft Vorbilder. Die Vögel kommen, ganz sicher. Und Sie werden bezaubernde Momente in Ihren eigenen Gärten erleben.